Guten Tag, ich begrüße Sie zur 50. Folge unseres YouTube-Kanals. Und mit dieser 50. Folge möchte ich eigentlich ein arbeitsrechtliches Thema ansprechen, das von besonders großer, vor allem auch aktueller Bedeutung ist und das eigentlich zentrale Fragen des Arbeitsrechts berührt. Wir können das nur hier sporadisch in etwa andeuten. Man kann das bei uns im Einzelnen nachlesen auf der Website. Aber natürlich auch in unserem Handbuch zum Arbeitsrecht, Umgang mit dem Arbeitsrecht. Das Thema ist Lohn und Gehalt. Der Lohn oder das Gehalt sind im Arbeitsvertrag normalerweise festgelegt. Immer mehr Arbeitgeber gehen allerdings dazu über, den Lohn und das Gehalt nicht im Arbeitsvertrag festzulegen, sondern nur einen Stundenlohn festzulegen und dann offen zu lassen, mit welcher Arbeitszeit dieser Lohn kombiniert ist. Das ist nun nicht mehr möglich, weil nach dem Nachweisgesetz die Gehaltshöhe im Einzelnen im Arbeitsvertrag enthalten sein muss. Und wir hatten im Video 48 zum Nachweisgesetz ja einiges gesagt. Und das muss man an dieser Stelle nochmal wiederholen. Jeder einzelne Beschäftigte hat Anspruch darauf, dass im Nachweisgesetz, nach dem Nachweisgesetz in einem Protokoll oder im Arbeitsvertrag die wesentlichen Bedingungen des Arbeitsvertrages festgehalten werden. Und dazu zählt eben diese Aufdröselung, diese Differenzierung des Gehaltes und dabei insbesondere natürlich dann also auch der Stundenlohn bzw. die Arbeitszeit, die Gesamtarbeitszeit, monatliche Gesamtarbeitszeit des Arbeitsverhältnisses. Das ist das eine. Das gilt für diejenigen, deren Arbeitsverhältnis sich nicht nach einem Tarifvertrag richtet. Bei denjenigen, die für die ein Tarifvertrag Anwendung findet, sei es durch Tarifbindung seitens der Gewerkschaft oder sei es durch Verweis auf einen Tarifvertrag, ist es so, dass hier alle wesentlichen Einzelheiten durch den Tarifvertrag geregelt werden. Das ist aber keineswegs immer unbedingt besser, weil meistens Arbeitgeber und leider auch oft Gewerkschaften und Betriebsräte aus dem Tarifvertrag ein Geheimnis machen. Das geht nicht. Der Tarifvertrag, wenn das Arbeitsverhältnis sich nach einem Tarifvertrag richtet, der muss dem Arbeitnehmer ausgehändigt werden. Auf jeden Fall ausgehändigt werden. Von Geheimwissenschaft kann überhaupt nicht die Rede sein, aber leider gibt es so eine Praxis sehr oft, in dem dann also es dann heißt, ja, das können Sie sich selber besorgen. Nein, es ist ein Grundgesetz des Arbeitnehmers, der Tarifvertrag, wenn es ihn denn gibt, wenn er Anwendung findet. Es gibt ja viele Arbeitsverhältnisse, auf die ein Tarifvertrag nicht Anwendung findet. Und dann muss der Arbeitnehmer selbstverständlich wissen, was in diesem Tarifvertrag drinsteht. Also mit Geheimnistuerei darf man den Arbeitgeber nicht durchgehen lassen. Das ist eine Sache, wo man reingrätschen muss. Natürlich haben auch die Betriebsräte die Aufgabe, weil Betriebsräten kann man das nicht einklagen. Wenn die es nicht machen, dann machen die es nicht. Aber der Arbeitgeber kann gezwungen werden, die Tarifverträge, sämtliche Tarifverträge, die auf das Arbeitsverhältnis Anwendung finden, auszuhändigen. Eine völlig andere Situation oder grundsätzlich andere Situation haben wir nun mit dem gesetzlichen Mindestlohn. Also bei den Niedriglohnbeschäftigten ist das natürlich besonders relevant. Der Mindestlohn, der gesetzliche Mindestlohn existiert seit 2015, ist in einigen bescheidenen Stufen dann nach und nach erhöht worden und wird jetzt ab 1. Oktober 22 auf 12 Euro erhöht. Das bedeutet, da muss also bei einem 8-Stunden-Tag eben dann herauskommen, müssen mindestens 96 Euro bei herauskommen aus aus dieser Vergütung der Arbeitszeit. Und das wird sehr oft nicht gemacht, weil natürlich der Arbeitgeber versucht, die Arbeitszeit auszudehnen. Das heißt, er wird dann diesen Mindestlohn zahlen, aber wird gleichzeitig die Arbeitszeit ausdehnen. Und in Verbindung mit dem Nachweisgesetz darf man das nicht durchgehen lassen. Und natürlich müssen auch nach dem Mindestlohngesetz Aufzeichnungen der Arbeitgeber über die tatsächlich geleistete Arbeitszeit gemacht werden. Und diese Aufzeichnung muss man dann versuchen, Einblick zu nehmen. Im Jahre 2018 wurden insgesamt 2,4 Millionen Beschäftigte keinen Mindestlohn gezahlt. Und deswegen muss man versuchen, natürlich als Einzelner, aber natürlich auch als Gruppe von Beschäftigten möglicherweise dem Arbeitgeber dieses nicht durchgehen zu lassen, indem dann dieser gesetzliche Mindestlohn doch gezahlt wird.
einen gesetzlichen Zwang über einen tarifvertraglichen Zwang hinaus gibt es eben nur für den gesetzlichen Mindestlohn, aber eben auch für Leute, die dann möglicherweise unter einen Tarifvertrag fallen. An den gesetzlichen Mindestlohn ist sich zu halten. Da gibt es also keinerlei Ausnahme. Das ist auch ein Bußgeld, sind Bußgeld bewährt. Also dieses sind dann auch klare Rechtsverstöße, die geahndet werden können, wenn der Arbeitgeber die Mindestlohnvorschriften nicht einhält. Es findet auch eine Mindestlohnkontrolle durch die zuständigen Behörden des Zolls statt. Das ist meistens allerdings nicht besonders ausgeprägt. Deswegen hat man vor allen Dingen als einzelner Arbeitnehmer natürlich die Möglichkeit, seine Rechte individuell wahrzunehmen, gegebenenfalls auch einzuklagen. Wie geschieht das nun? Also bei dem normalen Lohn und Gehalt, aber auch bei dem Mindestlohn, muss man natürlich immer daran denken, dass es Ausschlussfristen gibt im Arbeitsverhältnis. Das heißt, dass es den Versuch des Arbeitgebers gibt oder der Arbeitgeber mit Hilfe von Ausschlussfristen gewissermaßen die Begünstigungen durch den Tarifvertrag etwa zu beschränken, indem man eben sagt, ja, wenn du das innerhalb von 3 Monaten nicht geltend gemacht hast, dann hast du Pech gehabt. Du hast 1 Jahr lang gewartet, aber alle anderen Dinge, die also länger als Forderungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, zum Beispiel, oder 4 Monate oder 5 Monate, das hängt dann jeweils davon ab, was für Ausschlussfristen vereinbart worden sind, die sind dann verfallen, die sind weg. Und nun ist es so, dass Ausschlussfristen im Arbeitsvertrag festgelegt werden können, aber es gibt sie eben auch im Tarifvertrag. Im Arbeitsvertrag darf nicht der Mindestlohn davon erfasst werden. Der Mindestlohn muss ausdrücklich aus dieser Ausschlussfristklausel herausgenommen werden. Wenn er nicht herausgenommen ist, dann muss man den Arbeitsvertrag mal genau überprüfen, was steht da drin, dann ist die gesamte Ausschlussfristenklausel unwirksam. Dann kann man gegebenenfalls auch noch bis hin zur Verjährung 2 Jahre oder eben 3 Jahre, je nachdem, um was es sich jeweils handelt, die Forderungen geltend machen. Aber man kann sich auf diese Sachen nicht verlassen. Wichtig ist also in jedem Falle immer beim Einzelarbeitsvertrag, beim normalen Lohn und Gehalt, das Nachweisgesetz einzuhalten, über das Nachweisgesetz oder die tariflichen Regelungen hinaus eben den richtigen Lohn zu erfassen. Beim Mindestlohn über die Arbeitszeit, über die entsprechenden Aufzeichnungen, die der Arbeitgeber führt, es zu erfassen und die Ausschlussfristen zu wahren, um auf diese Weise dann keinen Rechtsverlust zu erleiden. Bei der Ausschlussfrist muss beachtet werden, oder bei der Geltendmachung überhaupt von Forderungen, dass die Forderung beziffert sein muss. Also es geht nicht einfach, dass ich will meinen Februargehalt, schöne Grüße, ich möchte meine Überstunden für Januar bekommen. Nein, es muss beziffert werden. Wenn die Bezifferung falsch ist, also die 800 Euro, meinetwegen, die man verlangt, nicht richtig sind, sondern tatsächlich sind es nur 655 oder umgekehrt 944. Das macht nichts. Die Bezifferung ist aber erforderlich, weil wenn es nicht beziffert ist, kann gegebenenfalls eingewendet werden, dass hier keine vollständige, ordnungsgemäße Geltendmachung stattgefunden hat. Bei den Tarifverträgen muss man zusätzlich beachten, dass die Gehälter sich dann immer aus Eingruppierungen in den Vergütungstarifverträgen ergeben. Und wenn man also eine höhere Gruppierung geltend machen will, dann besteht die Aufgabe, nicht nur die Voraussetzung der Höhergruppierung im Einzelnen darlegen. Das denkt oft der Laie, dass es damit getan ist, sondern man muss auch darlegen, dass man zurzeit mindestens Anspruch hat, vergütet zu werden nach der jetzigen Vergütungsgruppe. Denn wenn sich zum Beispiel herausstellt bei einer Höhergruppierungsklage, also die jetzige Vergütungsgruppe war bereits falsch, dann hat man den kürzeren gezogen. Das ist sehr aufwendig, diese Höhergruppierungsklage ist sehr aufwendig, weil der Arbeitnehmer da beweispflichtig ist, darlegungs- und beweispflichtig. Und man scheut dann auch manchmal davor zurück, das zu machen. Man muss dann anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ohne anwaltliche Hilfe ist das nicht zu schaffen. Last not least, wir haben die Einzelheiten nochmal aufgedröselt bei uns in dem neuesten Artikel auf unserer Website, und natürlich kann man grundsätzliche Einzelheiten zum Mindestlohngesetz und zum Individualarbeitsrecht auch in unserem Handbuch zum Arbeitsrecht nachlesen. Vielen Dank.